Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, geschätzte Landesregierung, Hohes Haus. Und ich darf ganz besonders begrüßen unseren Verkehrslandesrat. Und es ist mir eine Ehre, jemand im Hohen Haus zu haben, mit dem ich mich gut über Verkehr unterhalten kann. Vor allem, wie ich in einer Aussendung ja geschrieben habe, er ja von der ÖBB kommt und für mich ja Teil der Lösung sein wird, die uns in Zukunft oder seit längerem beschäftigt und in Zukunft natürlich ganz intensiv. Als ich diesen Bericht über den Verkehr in Tirol in Händen hielt, habe ich mit mir selber eine Wette abgeschlossen. Ich wette, dass die Verkehrszahlen gestiegen sind. Ich habe die Wette gewonnen. Leider haben mit mir nichts Gescheites gewettet, aber sie sind wieder gestiegen. Es ist also seit Jahren so, dass die Transitzahlen durch Tirol steigen. Wenn nicht gerade eine Wirtschaftskrise ist wie 2008 oder die Covid-Krise 2020/21, wobei in dieser Zeit eigentlich gar nicht so viel weniger Schwerfahrzeuge gefahren sind, dann steigen die Zahlen einfach unaufhaltsam. Also nichts Neues und nichts Überraschendes. In den letzten 10 Jahren hat die Landesregierung also wenig Lösungsstrategie gefunden, nicht einmal eine leichte Verbesserung, um die ständigen Steigerungen einzudämmen. Es wurde mit Notmaßnahmen regiert, 2 Legislaturperioden lang. Damit sind also die Maßnahmen gemeint wie sektorales Fahrverbot, Nachtfahrverbote, erhöhte Mauttarife, Blockabfertigungen und so weiter. Viel haben sie nicht gebracht und darum bin ich dann gespannt, welche neue Lösungen und Ideen sie haben, um uns vor dem drohenden Verkehrskollaps in Tirol zu retten. Wie wollen sie die Transitzahlen drastisch senken? Ja, im 5-Jahres-Plan der Regierung, also im sogenannten Regierungsprogramm, stehen Begriffe wie Druck auf die Fertigstellung des BBD erhöhen, Zulaufstrecken erzwingen, Anstrengungen intensivieren, Verlagerung auf die Schiene vorantreiben, System entwickeln, Einsatz auf europäischer Ebene verstärken, Forderungen an die ASFINAG, Verlagerungseffekte erheben, Verschärfung der Verbote, europäische Initiativen unterstützen, Konzepte erstellen und Kontrollen. Aber es gibt darin keine einzige konkrete Zahl, wohin Sie überhaupt wollen. Was wollen wir denn irgendwann erreichen? Gibt es irgendein Ziel, das wir uns setzen können? Ja, wenn wir keins haben, können wir es auch schlecht erreichen. Und das hat man in den letzten 10 Jahren gesehen. Wir haben eigentlich nichts sagen können, was sich verbessert hat, was ist besser geworden, wo sind die Zahlen wirklich, haben sich gesenkt oder wie haben sie sich eigentlich verändert? 5 Jahre sind lang und kurz zugleich. Und wir können nicht nach 10 erfolglosen Jahren wieder 5 Jahre warten und dann sehen, ob die getroffenen Maßnahmen geholfen haben oder nicht. Das Versuch und Irrtum, das können wir uns nicht mehr länger leisten. Wir müssen konkrete Ziele setzen, wir müssen wissen, wann wir wo sein wollen. Wir müssen wissen, was ist nach einem Jahr, nach 2,5 Jahren, also nach der Hälfte der Legislaturperiode oder am Ende der Legislaturperiode. Wo wollen wir denn hin? Wo wollen wir stehen? Und versprechen Sie uns bitte nicht, Herr Landesrat, 1 Million Lkw pro Jahr über den Brenner. Also bitte keine leeren Versprechungen. Wir hätten gern Ziele, die wir erreichen können und die wir irgendwie kurz-, mittelfristig oder langfristig uns geben können. Also meine Frage dann, vielleicht können Sie es dann auch noch beantworten, auf welche Transitzahlen über den Brenner wollen Sie denn kommen? Nach einem Jahr, nach der Halbzeit und am Ende der Regierungsperiode. Wenn Ihnen 3 Zahlen zu viel sind, dann können Sie sich eine Zahl aussuchen. Und nun zu den tatsächlichen Zahlen, hauptsächlich über den Güterverkehr. Der Güterverkehr im Allgemeinen ist in Tirol selbst letztes Jahr noch nicht auf das Vorkrisenniveau gestiegen. Der Transit hingegen schon. Das bedeutet, unser Binnenverkehr ist nicht mehr geworden, aber der Transit ist durchgerauscht. Ich möchte da einen besonderen Punkt im Verkehrsbericht unter 1.1.4 erwähnen. Die Entwicklung des Güterverkehrs war auch im Jahr 2021 von den verschiedenen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Covid-Krise geprägt. Dabei sind insbesondere die Beschränkungen an den Grenzübergängen,
die Lockdowns sowie die unterschiedlichen Quarantänebestimmungen und man höre unterschiedliche Quarantänebestimmungen in verschiedenen Bezirken, Talschaften und Gemeinden. Wir haben es wirklich zusammengebracht, unterschiedliche Bestimmungen durchzuführen und dass da die Wirtschaft nicht mehr mit kann und der Verkehr weniger wird, ist keine Frage. Aber wie ich gesagt habe, den Transit hat es nicht gestört, weil in anderen Ländern hat es diese seltsamen Bestimmungen nicht gegeben und die haben sich da nicht abschrecken lassen und die Wirtschaft ist weitergelaufen. Und das ist schon interessant, dass diese Quarantänebestimmungen also eigentlich uns ein wirtschaftliches Haxel gestellt haben. In der Zwischenzeit sind also 2,5 Millionen Lkw über den Brenner gerollt, 7% mehr als 2020. Da waren jetzt noch 2,3 Millionen Lkw. Aber auch über den Arlberg, den Fernpass, den Reschen, die Aachenseestraße, da sind überall die Lkw-Zahlen gestiegen. Und mein Ansatz dazu ist, dass wir zuerst wissen müssen, wer womit und wann über den Brenner fährt. Weil dann selbst kann man erst Maßnahmen setzen und mit der EU konkret verhandeln. Wenn wir wissen, wo wollen denn die hin, was haben die geladen, was wollen die überhaupt? Und ich denke, es wird kein Lkw zum Spaß über den Brenner fahren. Es hat also jeder seinen Grund, aber wir müssen wissen, wie wir darauf reagieren. Und dazu hat es an den Kontrollstellen Kundl und Radfeld Erhebungen gegeben. Im Juli und Oktober 2021, also letztes Jahr, wurden Lkw-Erhebungen durchgeführt mit Hilfe von standardisierten Fragebögen. 3 Tage und 2 Nächte lang wurden 3.616 Lkw erfasst. Muss man sich so vorstellen, da wurden die Daten zu Fahrzeugart, Nationalität, Start und Ziel, Gewicht der Ladung und Warengruppen abgefragt und erhoben. Sie können sich aber vorstellen, wie viel im internationalen Transitverkehr dort viele Fahrer Deutsch sprechen. Also diese Fragebögen haben sich, es hat sich ein bisschen schwierig herausgestellt, die Fragebögen zu beantworten. Man hat also die ausländischen Fahrer, die der deutschen Sprache nicht mächtig waren, mehr oder weniger durchgewunken und hat dann nur diese Fahrer befragt, die die Fragebögen und die Fragen auch verstanden haben. Also so laufen Erhebungen in der so wichtigen Frage, welche Lkw womit durch Tirol fahren. Wir sollten also das ernst nehmen und bei 2,5 Millionen Lkw fragt man 3.600 und da ist es auch nicht eine repräsentative Aussage. Noch zu ein paar weitere Zahlen. Der Anteil am Transitverkehr beträgt 58% am Gesamtaufkommen des Schwerverkehrs. Der Großteil also. 26% sind Binnenverkehr und 17% Ziel- und Quellverkehr. Wobei man dann schon auch sieht, der hausgemachte Verkehr ist nicht zu unterschätzen. Und dann muss man auch nachdenken, wenn man den Verkehr reduzieren will. Noch was Interessantes über das Alter der Lkw. Das Durchschnittsalter liegt bei 3,5 Jahren. Im Transitverkehr ist es teilweise noch weniger. Also alle 3 Jahre erneuern die ihre Flotte. Darum haben sie auch relativ schnell in der Zwischenzeit diese Euroklassen einhalten können. Und jetzt der Großteil der Lkw sind ja Euroklasse 6, also in der höchsten Klasse. Damit können sie auch viel mehr fahren, auch teilweise in der Nacht und betreffen auch das sektorale Fahrverbot. Im Binnenverkehr sind die Lkw ein bisschen älter, da sind sie über 4 Jahre alt. Und wie gesagt, auf der Brennerautobahn fahren also fast nur noch Lkw mit Euroklasse 6. Lkw mit unter Euroklasse 4 gibt es also fast gar nicht mehr. Aber da kommt ein wichtiger Punkt dazu, auf den ich seit Jahren aufmerksam mache und für den sich leider die letzte Verkehrslandesrätin nicht interessiert hat, obwohl es nicht nur ein Verkehrsproblem, sondern hauptsächlich ein Umweltproblem ist. Und dafür wäre sie eigentlich zuständig gewesen, besonders als Grüne. Ich spreche da vom AdBlue-Betrug. Es geht um Abgasmanipulationen an Lastwagen im großen Stil. Vor 2 Tagen ist in der Deutschen Verkehrsrundschau wieder ein Artikel geschrieben worden, und es ist festgestellt worden, dass einige Speditionen bei Berechnungen ihres Schadstoffausstoßes recht häufig tricksen.
AdBlue sollte ja den Schadstoffausstoß deutlich reduzieren. Doch Messungen in Deutschland zufolge manipulieren viele Spediteure die Motorelektronik, um sich die Kosten zu sparen. Da gibt es gewisse schwarze Kästchen, die man um 20 bis 100 Euro im Internet erstehen kann. Die werden eingebaut und das sind illegale Geräte, die nennen sich Emulatoren und die können die Abgasreinigung an Lastwagen ausschalten. So sparen sich die bis zu 2000 Euro AdBlue im Jahr, aber nicht nur das, sondern auch Kosten für die Wartung und den regelmäßigen Austausch der Reinigungsanlage. Also man erspart sich da doch einiges. Die Deutsche Umwelthilfe warnt und hat bei Messungen festgestellt, dass nur 46% der Fahrzeuge der Schadstoffklasse 6 die Schadstoffgrenzen einhalten. Also die Hälfte fährt nur mit einem wahren Euro-Klasse 6 LKW herum. Und im Besonderen haben sie da die osteuropäischen Speditionen im Auge, denn es waren bei diesen Kontrollen nur 7% deutsche LKW. Und ich gehe davon aus, dass es auch in Österreich ist, dass die österreichischen LKW dieses Problem in diesem Maße nicht so haben. Aber, und ich habe damals behauptet, dass ungefähr 25% der Ost-LKW eben diese Geräte eingebaut haben. In der Zwischenzeit sieht man, dass es deutlich mehr ist. Und man darf nicht vergessen, wenn die Euro-Klasse 6 LKW ihr AdBlue-System ausschalten, fallen sie auf ein Euro-Klasse 0 Niveau. Da sind sie Dreckschleudern und die fahren auch durch Tirol. Und es hat einmal von der Landesrätin einen kurzen Anflug gegeben von Kontrolle und da wurde die Universität Heidelberg damals angestellt und die haben dann bei ein paar Fahrten auf dem Brenner sind ein paar LKW hinten nachgefahren und irgendwie ist jetzt da nicht die Welt ausgekommen und das war dann die ganze Kontrolle. Aber man muss das Thema sehr ernst nehmen. Es hat sich nämlich in der Zwischenzeit diese schwarzen kleinen Kästchen, die sind also die mechanischen Varianten dazu, gibt es in der Zwischenzeit schon illegale Software-Updates für die Bordelektronik. Und die schwarzen Kästchen konnte man natürlich noch mit geschultem Auge erkennen. Habe ich damals auch gesagt, kontrolliert es doch. Am besten, wenn sie in der Blockabfertigung stehen, kann man ja alles bestens kontrollieren. Aber jetzt ist es ein bisschen schwieriger geworden und jetzt braucht man spezielle Analysegeräte, um die Manipulation zu entdecken. Aber eine lückenlose Kontrolle für eine bestimmte Zeit würde dem Zauber relativ schnell ein Ende setzen, weil dann traut sich keiner mehr mit diesen manipulierten Geräten durch Österreich fahren. Vielleicht auch in der Zusammenarbeit mit Deutschland, vielleicht könnte man sich ja da was ersparen oder gemeinsam arbeiten. Also das zur Kontrolle. Kontrolle hat schon Sinn, wenn man die richtigen kontrolliert. Und zwar nicht die eigenen Frechter, sondern die, die von irgendwo herkommen und eben da prädestiniert für solche Probleme sind. Noch ein Wort zur LKW-Dosierung. Ist natürlich eine absolute Notmaßnahme gewesen, die für die Verkehrssicherheit im Inntal gesorgt hat. Aber keinen einzigen LKW weniger gebracht hat. Das wissen wir auch. Nur, dass wir das Chaos nach Bayern verlegt haben. Ganz nett, unsere Nachbarn haben wir den 60 Kilometer LKW-Stau nach Rosenheim und für die LKW-Fahrer stundenlange Stehen im Stau ermöglicht, ja, ohne Abfahrmöglichkeiten. Aber da stehen auch unsere LKW-Fahrer drinnen. Die dürfen nirgends runterfahren, die kriegen nichts Warmes zu essen, die können nirgends aufs Klo gehen, gar nichts. Das ist kein menschenwürdiges Arbeiten. Aber das kümmert uns in Tirol nicht, da hauptsache bei uns geht es einigermaßen. Da erwarte ich mir bitte internationale Zusammenarbeit und da wird man mit denen reden müssen, was wir jetzt tun. Aber den Stau nach Bayern zu verlegen, ist natürlich eine einfache Lösung. Und es gibt einen Kalender für die Dosierung, das ist richtig. Aber es gibt auch überraschende Dosierungen. Und da müssen Sie mal mit dem LKW-Fahrer reden. Da wird Ihnen Chats hin und her geschrieben, kommt heute überraschende Dosierung, kann das sein? Und dann schreibt der andere, ja, ist möglich. Und dann müssen die um 3 in der Früh losfahren, nicht um 5, um 3 in der Früh, dass nicht die Letzten im Stau drin sind. Das heißt, der muss plötzlich früher aufstehen, früher wegfahren, ist natürlich ein Wahnsinn für die Lenk- und Ruhezeiten. Bringt dir das ganze System durcheinander. Da stehe ich dann im Stau, ja, ist das eine Ruhezeit? Da muss ich immer Stop and Go und so weiter. Also man muss sich da schon was überlegen, wie man denn da mit dem umgeht. Und man kann nicht einfach nur aufs Knöpfchen im Internet drücken und was bestellen und sich um dieses Schicksal dieser Menschen nicht zu kümmern. Es muss, und ich glaube, ich habe dieses Wort Fastlane ja schon gehört, weil es stehen ja auch unsere Tiroler Fahrer im Stau und vor allem die, die auf Tiroler wollen. Die da tun natürlich ihre Rola-Termine nicht, die sie ja auch früh buchen müssen, aber eine Fastlane könnte ja dem Abhilfe schaffen und ich hoffe, dass dieser Idee ernsthaft nachgegangen wird.
Und noch ein Wort zum Dieselprivileg. Und das ist ja in den letzten Monaten sehr ruhig geworden ist. Plötzlich redet niemand mehr von diesem Dieselprivileg. Ja, warum? Weil der Diesel bei uns derzeit am teuersten ist im Vergleich zu den ganzen Nachbarländern und Umgebung. Es hat sich also irgendwie total erledigt, dieses Dieselprivileg. Und noch etwas. Es ist kein einziger LKW dadurch weniger gefahren. Und diese Geschichte, die uns in der letzten Landtagsperiode immer erzählt wurde, 300.000 LKW weniger, wenn dieses Dieselprivileg aufgehoben wird. Da habe ich mir ja schon gewünscht, wir müssen dieses Dieselprivileg jetzt echt einmal aufheben und uns anschauen, wie es auswirkt. Hat sich erledigt, der Dieselpreis ist bei uns am höchsten und es fahren immer nur gleich viel durch. War also eine Transit mehr wie so viele in diesem Landtag. Und nun zur Bahnverladung. Nur ein Satz. In Österreich sind 2020 die Transportleistungen auf der Schiene aufgrund der Krise gesunken. Und im Jahr 2021 ziemlich genau in diesem Bereich wieder erhöht. Also die Schiene hat zwar eben da ein bisschen gelitten, aber in der Zwischenzeit hat sich das wieder ausgeglichen. Aber die großen Steigerungen kann ich nicht sehen. In Tirol hingegen steigt der Bahnverkehr und der Bahntransport langsam, aber stetig, wie es auch auf der Rola zu betrachten ist. Gerade ein paar Zahlen. Vor 5 Jahren, 2017, sind auf der Rola 160.000 Lkw über den Brenner transportiert worden. 2020 waren es nur mehr 124.000, okay, Krise, wollte wieder keiner mit der Roller fahren. Und 2021 sind es 160.000 Lkw auf der Schiene, bei 2,5 Millionen Lkw auf der Straße. Das heißt, es sind 6,5% auf der Roller gefahren. Also ein Wirgel auf die Roller und am Brenner wieder raus. Und dann fahren wir weiter. Also über diese Verladung und über dieses Stück Wörgel, Brenner werden wir wohl auch reden müssen, weil das wird ja nur dann genützt, wenn der LKW überladen ist. Ansonsten fährt ja niemand mit der Roller freiwillig. Was soll das Stückel? Manchmal, es gibt noch was Interessantes, manchmal kann man mit der Roller fahren, weil dann kann man nämlich das als Ruhezeit verrechnen. Das heißt, ich fahre auf die Roller, ist die Ruhezeit und dann kann ich danach wieder die volle Fahrzeit anfangen. Also ich habe 10 Stunden Fahrzeit, haue mich auf die Roller und dann muss ich nicht die ganze Ruhezeit in Anspruch nehmen, weil wenn ich bei der Roller oben wieder aussteige, kann ich wieder voll die Fahrzeit in Anspruch nehmen. Das schaut halt in der Praxis dann so aus und darum fährt vielleicht jemand mit der Roller. Viele andere Gründe habe ich noch nicht gefunden, warum man mit der Roller fahren sollte. Nicht zu vergessen, wir hatten ja mal schon bessere Zeiten für die Roller, nämlich 2010. Da sind 245.000 Lkw bei 1,9 Millionen auf der Straße auf der Roller gefahren. Und wir wissen selber alle warum, weil die mussten damals auf die Bahn aufgrund der Ökopunkte-Situation. Und heute ist die Roller manchmal ausgelastet, aber nur dann, wenn es scharfe Kontrollen auf der Straße gibt. Dann ist plötzlich die Roller ausgelastet und da sieht man, was Kontrollen eben für Folge hätten. Ein Satz zum Brenner Basistunnel, nur zur Information, wisst ihr wahrscheinlich auch, die Betriebsaufnahme für das Jahr 2032 ist geplant, ist frühestens 2032 geplant. Nur damit man es nicht vergisst und damit man so die Größenordnung weiß. Also wir haben noch 10 Jahre Zeit, vernünftige Lösungen zu sagen. Und ich sage immer, die Verlagerung auf die Schiene müssen wir üben. Sonst wird es nicht funktionieren. Wir müssen dort Verladeterminals haben. Wir müssen das irgendwie technisch und hinbringen. Sonst wird es nicht gehen. Abgesehen davon, dass wir die Zulaufstrecken brauchen. Und die Zulaufstrecken in Deutschland, wissen wir alle, die sind dann viele Jahre später erst. Und Deutschland ist ja erst bis 2040 bereit, die Kapazitäten auf der Schiene dann überhaupt zu erhöhen, weil die sagen ja, es ist ja eh genug Platz. Ja, aber im Verkehrsbericht gibt es einen interessanten Ausblick. Das Land, ich darf zitieren dich aus dem Verkehrsbericht, das Land Tirol wird die Voraussetzungen für eine Verlagerung auf die Schiene unterstützen. Super, danke, perfekt. Man weiß zwar nicht wie, wann, wieso und wie viele, aber sie würden es unterstützen. Tolles Statement, danke, jetzt kenne ich mich aus. Apropos auskennen, Sie kennen sicher den 10-Punkte-Plan von Berlin vom Juli 2019, also vor 3 Jahren.
haben wir da ja mit einem Tiroler Schulterschluss, das darf man nicht vergessen, weil wir sind ja schon auch kooperativ in unserer Fraktion und haben versucht, Verkehrslösungen mitzutragen, besonders dann, und da hat die Frau Verkehrslandesrätin Ingrid Philippi immer unsere Unterstützung gehabt, wenn es darum gegangen ist, ins Ausland zu gehen und Lösungen gemeinsam für Österreich durchzusetzen. Wir werden aber in Zukunft, das kann ich da auch sagen, nur mehr vernünftige Lösungen unterstützen und nur für Lösungen, die auch irgendwie umsetzbar sind und die was bringen. Überall werden wir in dieser Landtagsperiode nicht mehr dabei sein. Und ich hoffe, dass es vernünftige Lösungen geben wird. Die 10 Punkte möchte ich jetzt gar nicht belasten, aber ein paar besondere hebe ich doch heraus. Ein bisschen was ist umgesetzt worden, aber die wesentlichen wohl nicht. Da steht zum Beispiel in Punkt 5, gemeinsames Vorgehen bei der Überarbeitung der europäischen Richtlinien, also Wegekostenlinien und Eurovignette. Das hat also nicht ganz funktioniert, diese Verhandlungen in Brüssel. Die Wegekostenrichtlinie schaut so aus, dass zwar CO2-arme Lkw-Motoren gefördert werden, aber die Menge der Lkw natürlich nicht. Wie ich Ihnen jetzt auch gesagt habe, es fahren ja fast alle, also 96% der Lkw sind Euro 6. Wenn Sie keine AdBlue-Manipulationen gemacht haben, dann haben wir Lkw Euro 6-Klasse. Also die Menge ist nicht weniger geworden und die hat uns, also diese Wegekostenlinie hat und Richtlinie hat uns in Tirol genau gar nichts gebracht, aber vielleicht gibt es hier wieder mal eine Chance. Ein wichtiger Punkt ist noch das gemeinsame Voranbringen von verkehrspolitischen Innovationen. Da gab es im Februar 2020, also ein Jahr, ein knappes Jahr danach, nach diesen 10 Punkten, eine Arbeitsgruppe in Berlin. Das ist ja was Wesentliches, die verkehrspolitischen Innovationen. Ja, diese Arbeitsgruppe hat genau einmal getagt und seitdem, also seit 2 Jahren, nicht mehr. Es hat keine Sitzung mehr stattgefunden. Scheint also nicht so wichtig zu sein, aber man kann ja auch dran arbeiten. Die Planungsbeschleunigung Brennerbasistunnel Nordzulauf habe ich schon erwähnt. Die Kapazitäten werden von Deutschland wohl erst 2040 erhöht werden. Und der wichtigste Punkt ist der 10. und letzte Punkt. Da steht drinnen bei dem 10. Punkt, gemeinsame verkehrsträgerübergreifende Arbeitsgruppe zwischen Österreich und Deutschland. Kann sein, dass es zwischenzeitlich ja vielleicht einmal angedacht wurde. Da will man erreichen, zwecks effizienter Steuerung des Verkehrs zwischen Schiene und Straße, wird die Arbeitsgemeinschaft zwischen den Bahnunternehmen, also bei uns der ÖBB, und den Straßeninfrastrukturbetreibern eingerichtet. ASFINAG. Ja, da frage ich mich, wo ist denn die Frau Bundesminister Gewessler? Das ist ja prädestiniert, dieser Punkt dafür. Aber zu dieser Arbeitsgruppe liegen genau gar keine Informationen vor. Also die hat ja nicht einmal getagt, sondern die gibt es gar nicht. Vielleicht gibt es in der Zwischenzeit. Lasse ich mich ja gerne belehren. Also wir erwarten uns für diese Regierungsperiode konkrete Zahlen, wo wir hinwollen, was wir erreichen wollen und wie wir das erreichen wollen. Klingt eigentlich ganz einfach, wäre nicht ganz so schwierig, aber ist in der Umsetzung, und ich bin mir schon bewusst, dass die Lösung des Transitsystems, auf das wir dann nicht immer Einfluss haben natürlich und dass es eine europäische Frage ist, dass wir das nicht ganz so leicht lösen können. Aber ich hoffe auf konkrete Ansätze und auf gute Zusammenarbeit und gute Gespräche. Dankeschön.